Ja, hi Leute, in diesem Video möchte ich euch die Welt von oben zeigen auf dem Apple TV. So nennt sich der neue Bildschirmschoner. Hier seht ihr schon einen kleinen Ausschnitt davon, aber mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Apple hat bei dem neuen Apple TV auch einen neuen Bildschirmschoner vorgestellt. Der nennt sich die Welt von oben oder auch einfach Luftaufnahmen. Bei diesem Bildschirmschoner werden eben HD-Videos der schönsten Orte auf der ganzen Welt gezeigt. Und das Apple TV kann pro Monat bis zu 600 MB neue Videos runterladen. Und ja, ich habe jetzt mal ein paar gefilmt, ein paar Bildschirmschoner. Es sind nämlich verschiedene Städte dabei, verschiedene Aufnahmen, Tag und Nacht. Und ich konnte bis jetzt 4 verschiedene sehen. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Mehr hat das Apple TV mir nicht angezeigt. Aber auf jeden Fall zeige ich euch jetzt die 4 Versionen, die das Apple TV mir gezeigt hat. Thank you.
Falls ihr beim Setup vom Apple TV das nicht ausgewählt habt, dass ihr Luftaufnahmen als einen Bildschirmschoner haben wollt, könnt ihr das ganz einfach wieder einstellen. Dafür müsst ihr in die Einstellungen gehen und ihr seht schon, ich bin gleich drin, aber ihr müsst unter Allgemein gehen. Dort geht ihr dann auf Bildschirmschoner und dort könnt ihr dann auswählen den Typ und dann wählt ihr einfach Luftaufnahme aus. Zack, super einfach. Dann könnt ihr da unten noch weitere Optionen einstellen, zum Beispiel, wann das Apple TV von sich aus neue Videos laden soll. Ich will eigentlich viele verschiedene Orte sehen oder viele verschiedene Bildschirmschoner. Deswegen habe ich ausgewählt, dass Apple TV darf täglich nach neuen Videos suchen und die neuen Videos von Apple runterladen. Und wie ihr hier sehen könnt, das Apple TV kann etwa 600 MB laden und das ermöglicht eben dann, das Apple TV selbstständig Videos herunterzuladen. Und wie ihr seht, nimmt das dann 600 MB weg. Ihr könnt dann wie bei jedem anderen Bildschirmschoner einstellen, wann das Ganze starten soll. Nie, wäre ein bisschen blöd, warum ihr das dann eingestellt habt. Oder gleich nach 2 Minuten, falls ihr kurz weg seid, ist gleich der Bildschirmschoner an. Oder nach 15 Minuten, 10 oder wie ihr wollt. Ich lasse das jetzt einfach mal bei 10 Minuten. Und dann könnt ihr noch einstellen, ob das Ganze angehen soll, wenn ihr Musik anhabt. Auch eine coole Sache. Und hier unten könnt ihr dann eine kleine Vorschau anmachen, wie der Bildschirmschoner denn aussieht. Ihr habt die ja jetzt schon gesehen, das ist eben jetzt hier in San Francisco eine Nachtaufnahme. Gibt auch noch eine Tagaufnahme von der Golden Gate Bridge. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene andere Städte. Das war es dann auch schon mit der Welt von oben auf dem Apple TV. Ja, jetzt frage ich euch, wenn ihr ein neues Apple TV habt, habt ihr andere Luftaufnahmen gehabt, als ich euch gerade gezeigt habe? Würde mich wirklich interessieren, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben oder vielleicht sogar könnt ihr mir auf Twitter ein Bild oder ein kleines Video schicken. Würde mich echt interessieren, ob ihr andere habt, ob es auch schon überhaupt mehr gibt oder ob es generell bis jetzt nur 4 verschiedene Versionen gibt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!